Dieses Video zeigt, wie Sie mit Hilfe von BetterTouch-Tool Ihre E-Mails per Gesten sortieren. Den Anfang macht eine Einstellung in Mail. Im Menü Darstellung sorgen Sie dafür, dass die Favoritenleiste eingeblendet wird. In diese Leiste bewegen Sie die Postfächer, die Sie am häufigsten verwenden. Sie können sie dort noch verschieben oder auch wieder herausziehen. Die Reihenfolge dieser Postfächer ist wichtig, denn die ersten neun erreichen Sie mit Tastenkombinationen. Eine ausgewählte E-Mail bewegen Sie mit Command-Control-1 ins erste Postfach in der Leiste. Mit Command-Control-3 landet die E-Mail im dritten Postfach und so weiter. Nun öffnen Sie BetterTouch-Tool und starten ein programmspezifisches Gestenset für Mail. Legen Sie eine erste Geste an. Die Drei-Finger-Wisch-Gesten eignen sich gut für diese Aufgabe. Also ein Drei-Finger-Wisch nach links bekommt das Kürzel Control-Command-1. Das steht für den ersten Ordner in der Favoritenleiste. Dann gleich eine zweite Geste, drei Finger nach oben, das löst Control-Command-2 aus. Die dritte, der Wisch nach rechts, wird verknüpft mit Control-Command-3. Das war's auch schon im BetterTouch-Tool. Ich öffne Mail, um die Gesten gleich einmal auszuprobieren. Die beiden E-Mails ganz unten sollen in das Postfach Arbeit, also wische ich zweimal nach links. Dann kommen Bilder, also ein Wisch nach oben, und schließlich eine Mail, die in den Ordner Freizeit gehört, also wische ich nach rechts. Mehr Tipps zum Einrichten von Gesten finden Sie in der Mac & i 3 2016.